Hallo ihr Lieben, mein Name ist Markus-Peter Kretschmer und ich habe heute auch mal einen Lesetext mitgebracht, den ich euch gleich mal vorstellen möchte. Ja, wie ihr seht, bin ich heute mal nicht in Kiel, sondern in dem kleinen Dörfchen Bogensdorf, dem Ort, wo ich auch aufgewachsen bin. Und wir haben uns hier extra die Kulisse mal so schön mit dem See im Hintergrund ausgesucht. Ja. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, dann geht es jetzt auch gleich los. Also nur kurz etwas zum Hintergrund der Geschichte. Ihr kennt vielleicht mein Buch Die Weißen Steine. Es geht um eine Schulklasse, die eigentlich auf Klassenfahrt fahren will, aber dann in die späte Kreidezeit versetzt wird. Ja, und dort müssen sie dann um ihr Überleben kämpfen, was im ersten Teil nicht allen Schülern natürlich gelingt. Und jetzt im zweiten Teil machen sich einige der Schüler wieder auf den Weg durch die Wildnis und erleben da einige ziemlich krasse Abenteuer. Und da setze ich jetzt einfach mal ein. Das Kapitel heißt Erinnerung. Leon griff sich seinen Rucksack und seinen Speer und reichte Marie ihr Bündel. Sie hatte keinen eigenen Rucksack, genauso wie Hannah. Damals, bei ihrer Flucht vor den Tyrannosauriern, hatten die Mädchen nichts retten können als ihr eigenes Leben und den Sachen, die sie am Leibe trugen. Wie gewohnt wurde auf dem Marsch nur wenig gesprochen, was aber nicht nur an der gereizten Stimmung lag. Sie alle wussten, wie gefährlich diese Urzeitwälder sein konnten und dass Schweigen nicht nur Gold, sondern überlebensnotwendig war, wenn man in einer Welt, die von Tyrannosauriern und Raptoren beherrscht wurde, am Leben bleiben wollte. Als es auf den Mittag zuging, änderte sich das Landschaftsbild allmählich. Die Gegend wurde steiler und felsiger und der duftende Zypressenwald wurde von riesigen Mammutbäumen und Araukarien abgelöst. Vasi schlug vor, auf dem Weg so viele Araukarienzapfen wie möglich einzusammeln, doch Leon gab ihm nur teilweise recht. »Lass uns nur so viele mitnehmen, um unseren Proviant zu ergänzen. Wir machen die Körbe erst ganz voll, wenn wir auf dem Rückweg sind, sonst müssen wir die ja den ganzen Tag schleppen.« Vasi sah das ein, und bis zum Vormittag hatten sie genug Proviant gesammelt, um mindestens 3 Tage davon satt zu werden. Als sie gerade die letzten Zapfen in ihre Rucksäcke stopften, raschelte es im Gebüsch. Eine ganze Herde Straußendinosaurier sprintete in vollem Lauf an ihnen vorbei. Einer der gefiederten Dinos hätte Vasi beinahe umgerannt, wäre er nicht flink wie eine Katze zur Seite gesprungen. Leon spannte seinen Bogen und zielte auf die Stelle, von der die Tiere aus dem Wald gekommen waren, und wurde dabei ganz blass. Er horchte, spähte und erwartete jeden Augenblick das Stampfen eines Tyrannosaurus oder irgendeines anderen Monsters zu hören. Doch nichts weiter geschah. Der letzte Dino lief laut quakend seiner Gruppe hinterher, ohne dass ihn etwas verfolgte. Leon atmete erleichtert auf. »Weißt du was, Leon, du hättest schießen sollen, dann hätten wir heute Abend einen leckeren Braten gehabt«, rief Hannah. »Ich wollte den Pfeil nicht verschwenden«, sagte Leon. »Ich dachte, da kommt vielleicht noch etwas aus dem Wald.« Etwas, das die Tiere vielleicht gejagt hat. Ohne ein weiteres Wort setzten sie ihre Wanderung fort. Und die ganze Zeit wollte das unbehagliche Gefühl, dass sie vielleicht von irgendetwas oder irgendwem verfolgt wurden, nicht verschwinden. Hinter einer Hügelkuppe tauchten die Straußendinos wieder auf. Sie standen dort dicht versammelt und blickten auf sie hinab. Auch wenn Leon immer noch verängstigt war, so war es doch wunderschön, dieser Dinosaurierfamilie zuzusehen. Er hatte sich Dinosaurier sein ganzes Leben lang als große und behäbige, langsame und nicht besonders schlaue Urzeitviecher vorgestellt. Doch hatte er bislang noch keinen einzigen Dinosaurier gesehen, der in dieses Bild hineingepasst hätte. Gerade diese hier waren alles andere als behäbig und langsam. Sie waren grazil, behende und furchtbar schnell. Sie wirkten sogar relativ schlau. Und wenn Leon an die Raptoren dachte, wusste er, dass viele Dinosaurier ganz bestimmt nicht blöde, sondern bestimmt sogar äußerst intelligente Tiere sein mussten. Die Gruppe ließ die Dinosaurier schließlich in ihrem Rücken und folgte weiter dem Wanderpfad, der sie durch eine tiefe Schlucht führte. Baumfarne mit mächtigen, geriffelten Wedeln wuchsen an den Spalten des hellen Sandsteins, während die Bäume, die am Rand der Klippe wuchsen, ihre prächtigen grünen Zweige wie ein Fächerdach ausstreckten und den Wanderern unter sich Schatten spendeten, als diese an einer großen Gruppe großer Krokodile vorbeigingen, die in Träge am Flussufer lagen und sich von bizarr aussehenden und rot gefiederten Vögeln die Zähne putzen ließen. Als sie nach wenigen Stunden endlich den Wasserfall erreichten, schürten Leon und Vasi dort das Feuer. Sie brauchten jetzt alle eine Pause. Heute war ein milder Tag, dicke Wolken hingen am Himmel.
Es ging schon auf den Abend zu, als sie am Felsenhang ausschwärmten, um einen Aufstiegspunkt zu finden. Schließlich rief Hannah sie herbei. Der Weg, den sie gefunden hatte, war steil und schwierig, und an einigen Stellen mussten sie sogar an der nackten Wand emporklettern. Hannah und Vasi, der früher regelmäßig an der Kletterwand ihrer Schule unter professioneller Anleitung geklettert hatte, stiegen voraus und halfen den anderen auf dem Weg nach oben. Doch diesmal gab es kein Halteseil und auch keine Karabinerhaken, die sie im Falle eines Absturzes gesichert hätten. Stück für Stück kamen sie vorwärts und gewannen immer mehr an Höhe. Vasi schärfte ihnen allen ein, niemals nach unten zu sehen. Doch schließlich hielt es Leon nicht mehr aus und tat es doch. Sofort wünschte er, es nicht getan zu haben. Die Landschaft unter ihm wurde kleiner und kleiner. Angesichts der Höhe wurde ihm schwindelig und er spürte, wie sein Puls zu rasen begann. Erst nach einer ganzen Weile konnte er sich wieder beruhigen und fand den Mut, weiterzuklettern. Die Luft war mittlerweile sehr stickig und schwül geworden und der Wind, der an den Felsen scharf entlang pfiff, wehte Leon immer wieder seine schweißnassen Haare ins Gesicht. Der Aufstieg dauerte mehrere Stunden und als es langsam dunkel wurde, kühlte es sich deutlich ab. »Oh Gott, schaffen wir es überhaupt noch nach oben, bevor es richtig dunkel ist?«, fragte Leon, der inzwischen das Schlusslicht der Klettertruppe bildete. »Wenn du weiter so trödelst, bestimmt nicht«, rief Vasi hoch über ihm zurück. »Vasi, jetzt drängle ihn bloß nicht. Wir sind bestimmt gleich oben. Und auch wenn es vorher dunkel ist, wir haben übermorgen doch Vollmond. Da haben wir heute Nacht bestimmt noch genug Licht«, sagte Marie und versuchte, Leon zu beruhigen. Dessen Befürchtungen wollten sich trotzdem nicht zerstreuen. Mit zittrigen Händen und wackeligen Knien setzte er seine verzweifelte Kletterpartie fort. Sein Herz schlug immer schneller, je höher sie kam. Und da die anderen ihm jetzt auch noch die Sicht versperrten, konnte Leon unmöglich abschätzen, wie weit der Klippenrand noch entfernt war, was die Sache nicht einfacher machte. Es kam ihm so vor, als hätte er eine ganze Woche nichts anderes getan, als zu klettern. Er erreichte als letzter, zitternd und völlig erschöpft, den Rand des Plateaus und wurde von Marie und Vasi über den Klippenrand hinaufgezogen. Hinauf zog auch die Nacht. Nur ein letzter oranger Streifen hing am ansonsten preußisch-blauen Himmel, an dem in der anderen Richtung bereits ein paar Sterne funkelten und ein gigantischer, blutrot leuchtender Mond gerade im Begriff war, aufzugehen. Hier oben blies ein milder Wind, der vom Fluss zu kommen schien und Leon eine Gänsehaut bescherte. Hannas Weg hatte sie tatsächlich nach oben geführt und es hatte trotz Leons Schwindelanfall keinen kritischen Moment gegeben, der einen von ihnen in Gefahr gebracht hätte. Diesmal waren noch nicht einmal Dickschädel aufgetaucht und hatten ihnen den Weg versperrt. Auf dem Rückweg können wir diesen Weg aber nicht nehmen. Wenn wir dann auch noch mit dem Mais beladen sind, brechen wir uns hier noch das Genick, sagte Vasi, der immer noch am Rand der Klippe stand und nachdenklich in die Ferne spähte. Seid ihr da nicht so sicher? Vielleicht sollten wir nicht so optimistisch sein, dass wir überhaupt etwas finden, sagte Hannah. Heinrich hat gesagt, es könnte sein, dass der Mais im Regen verfault sein könnte oder vielleicht haben die anderen Tiere ihn auch schon längst aufgefressen. Heinrich war in den letzten Tagen total depri und pessimistisch, warf Leon ein. Er hat doch selbst diese Reise vorgeschlagen. Da war er doch noch nicht verletzt und wollte auf jeden Fall gehen. Ihr merkt gerade, es fängt gerade an zu regnen. Deswegen machen wir hier mal einen kurzen Schnitt. Und jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Also ich hoffe, dass ich gleich weiterlesen kann. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. Das Unwetter ist vorbeigezogen. Pünktlich kam auch der Pizzamann und hat uns erstmal Pizza gebracht. Also konnte ich jetzt gut gestärkt genau da einsetzen, wo ich gerade aufgehört habe. Ja, also ihr habt das mitbekommen, die Gruppe mit den Schülern, die ist jetzt gerade da so eine Steilwand hochgeklettert. Jetzt haben sie sich da über den Klippenrand gezogen. Die Nacht bricht herein und ja, da setze ich jetzt mal wieder ein. Einen kurzen Moment gönnten sie es noch zu verschnaufen. Leon nutzte dies, um die grandiose Aussicht zu bestaunen. Der hell leuchtende Mond ließ das Tal in seinem silbernen Licht geradezu erstrahlen. Man konnte viele Kilometer weit sehen, trotz der nächtlichen Dunkelheit. Leons Blick glitt über den Fluss hinweg, der sich tosend vom Klippenrand durch einen silbrig-weißen Nebel in einen blassblau brodelnden Wolkenschleier stürzte. Dort wurde er dann als eine schwarzglänzende Lebensader wiedergeboren, die sich im Mangrovensumpf in unzählige Kapillaren verlor und in der Ferne vom Dickicht der Bäume schließlich verschluckt wurde. Leon wusste, dass ihre Pause nicht mehr lange dauern würde, denn es musste noch ein geeigneter Schlafplatz gesucht und ein Feuer geschürt werden. Deshalb setzte er sich neben Marie und gab ihr einen Schluck aus seiner Wasserflasche. »Danke«, sagte sie leise und trank. »Was meinst du, wie geht es denn jetzt weiter?«
Naja, ich würde sagen, wieder den Fluss entlang, also stromaufwärts, antwortete Leon und schraubte die Flasche wieder zu. Oder meinst du nicht? Ich glaube, wir sollten das nicht riskieren. Am Fluss haben wir die Tyrannosaurier das letzte Mal gesehen, also gehört das Gebiet dort bestimmt noch zu ihrem Revier, gab Marie zu bedenken. Wir sollten ihnen immer ausweichen, wenn wir es können. Da hast du recht, stimmte Hannah ihr zu. Ich bin echt nicht scharf drauf, diesen Monstern noch einmal zu begegnen. Also würde ich vorschlagen, wir gehen diesmal auf der anderen Seite, an der Ebene entlang, also ganz dicht da am Waldrand, wo diese Hügel da hinten aufhören. Da müssen wir aber noch ein ganzes Stück weit durch diesen Wald, bemerkte Vasi. Und wenn es dunkel wird, ist der Wald nicht mehr sicher. Vielleicht leben da die Raptoren. Ich würde es lieber mit denen riskieren, als mit einem T-Rex, versprach Leon energisch. Wie auch immer, wir können heute sowieso nicht mehr weit gehen, sagte Vasi, stand auf, streckte sich und drückte seinen müden und erschöpften Rücken durch. Am besten, wir suchen uns da hinten im Wald einen Lagerplatz und übernachten hier. Ich bin völlig erledigt. Leon wollte zwar lieber in der Nähe des Hanges bleiben, aber nachdem die anderen ihn überzeugt hatten, dass sie dort ohne Fluchtmöglichkeit doch wie auf dem Präsentierteller saßen, kam er murrend mit und ging mit ihnen in den dunklen Wald hinein. Leon und Vasi suchten Feuerholz, während Marie und Hannah das Lager aufbauten. Hannah war so erschöpft, dass sie sofort einschlief, nachdem sie sich hingelegt hatte, sogar noch bevor die anderen zurück waren und das Feuer brannte. Trotz seiner Müdigkeit brauchte Leon lange, um einzuschlafen und schwebte in einen aufwühlenden Traum davon. Noch vor Sonnenaufgang gab es Frühstück, danach setzten sie ihre Wanderung fort. Zuvor diskutierten sie erneut über das Für und Wider der jeweiligen Routen und am Ende war sie der Einzige, der lieber den Weg am Fluss entlang gehen wollte, aber er fügte sich schließlich der Mehrheit und so gingen sie wieder durch den Wald. Hier war es schattig und kühl und die Sonne erhob sich schließlich wärmend aus einem mit rot-orangenen Schleierwolken überzogenen Himmel. Vögel sangen und protestierten laut krächzend, wenn die Gruppe unter einem der Bäume entlang ging, wo sie wahrscheinlich ihre Nester gebaut hatten. Dichte Farnbüsche und Kreuzdornsträucher machten an manchen Stellen ein Weiterkommen völlig unmöglich, sodass sie immer wieder andere Richtungen einschlagen mussten. Einmal hätten sie fast die Orientierung verloren, denn sie waren viel zu weit in den Wald hineingelaufen, weshalb Leon Heinrichs Idee übernahm und Wegmarken alle paar Meter in die Bäume schnitzte, damit sie gegebenenfalls zurückfinden würden und nicht im Kreis liefen. Als sie weiter und weiter gingen, wurde der Wald zusehends lichter und öffnete sich allmählich wieder zu der weiten Ebene. Es war inzwischen etwas wärmer geworden. Die Morgenluft war erfüllt von Insekten und Vögeln, ihrem Gesang und dem unaufhörlichen Zirpen der Grillen, die unsichtbar, aber laut hörbar um einen Partner warben. Nicht weit entfernt sahen sie wieder die Triceratopsia stehen. Die riesigen Tiere weideten die flachen Sträucher und Kräuter ab. Einige lagen verträumt auf dem Boden und dösten vor sich hin. Leon kam es seltsam vor, dass sie dabei nicht wiederkäuten wie die Kühe, die bei ihrem Nachbarn auf der Weide immer genau das taten, wenn sie so wie die Triceratopsia gerade verträumt auf dem Boden lagen. Schließlich entdeckte Hannah auch ihre Trisha, das Triceratops-Baby, das sie vor langer Zeit gezähmt hatte. Zumindest war Hannah davon überzeugt, dass es Trisha war, denn der junge Dinosaurier musste in den letzten Wochen um einiges gewachsen sein. »Trisha, Süße, komm her!« rief Hannah zu ihr herüber und der kleine Triceratops sah sie aus großen Kulleraugen an. »Ob sie das wirklich ist? Das ist vielleicht eine ganz andere Herde. Sei lieber vorsichtig«, sagte Vasi. »Na klar ist sie das. Ich erkenne doch meinen kleinen Liebling«, gab Hannah schon fast beleidigt zurück. »Trisha, ja schau mal, wer wieder hier ist.« »Siehst du Blödmann, da kommt sie.« Leon strahlte, als sich der kleine und doch schon so gigantische Dinosaurier in Bewegung setzte und zu ihnen herübergaloppierte. Doch noch bevor Trisha sie erreichte, bekam Leon ein ganz mulmiges Gefühl im Magen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Es schien, als hätten die Vögel ihr Konzert eingestellt. Die unheimliche Stille schien auch die riesigen Triceratopsia nervös zu machen. Da legte das größte der Weibchen ihren mächtigen Kopf in den Nacken und stieß einen grellen Warnruf aus. Trisha reagierte auf den Ruf und blieb sofort stehen. Als das mächtige Weibchen seinen Nackenkamm schüttelte und dabei tief schnaufte, rannte die Kleine zurück, so schnell sie nur konnte, und suchte zwischen den erwachsenen Tieren Schutz. Leons erster Gedanke, dass diese Reaktion nur an Hannas Rufen lag, verflog schneller, als er ihn richtig fassen konnte. Die Giganten blickten schließlich in eine ganz andere Richtung. Wieder stieß das Leittier einen tiefen Schrei aus, noch lauter als das erste Mal. Marie fuhr zusammen und Hannah erbleichte. Leon griff instinktiv fester um seinen Speer.
Die anderen erwachsenen Weibchen reagierten jetzt alle auf den Warnruf, erhoben sich und bildeten einen Halbkreis, wobei sie ihre mächtigen Hörner in Richtung des Waldrandes ausrichteten. Dabei schrien sie genauso laut wie das Alpha-Weibchen gerade. Leon bekam eine Gänsehaut, denn dieses Verhalten verhieß ganz offensichtlich nichts Gutes. »Los, sofort runter!« zischte Vasi und sah für einen dunkelhäutigen Jungen gerade ungeheuer blass aus. Leon verlor keine Zeit und kauerte sich hin, direkt neben Marie, doch nichts weiter passierte. Sogar die Herde schien sich wieder zu beruhigen. Sie schrien jetzt nicht mehr, verhielten sich beinahe völlig still, abgesehen von dem ständigen... Jetzt kleben die Seiten zusammen. Von dem ständigen, aggressiven Schnauben. Leon wollte gerade schon wieder aufstehen und die anderen auffordern, die Faxen sein zu lassen und endlich weiterzugehen. Doch dann krachte es im Unterholz. Leons Herz blieb beinahe stehen, als plötzlich ein Monster nur wenige Meter vor ihm aus dem Wald herausbrach. Ihm stockte der Atem. Er hätte niemals erwartet, dass ein Tyrannosaurus so riesig wäre. Es war die furchteinflößendste Kreatur, die Leon in seinem gesamten Leben je gesehen hatte. Bestimmt war dieses Tier mehr als 8 Meter lang, länger als ein Autobus mit langen, muskulösen Beinen, einem kräftigen Schwanz und 2 absurd winzig erscheinenden Vorderärmchen. Doch dafür war sein Schädel geradezu gewaltig. Leon ging davon aus, dass diese gewaltigen Kiefer einen Menschen ohne Mühe mit nur einem einzigen Bissen verschlingen konnten. Das Ungeheuer stürmte direkt auf die Triceratops-Herde zu. Eine lähmende Todesangst nahm von Leon Besitz, als er plötzlich ein Geräusch direkt hinter sich hörte. So leise wie er konnte, drehte er sich auf den Rücken und spähte nach hinten. 3 weitere Bestien schossen aus dem Unterholz und begannen, geführt von dem ersten Tier, die mächtigen Horndinosaurier einzukreisen. Diese waren wesentlich kleiner, aber muskulös und stark und ungeheuer schnell. Leons Finger fassten nach denen Maries, die so fest zugriff, dass er sich richtig erschreckte. Das Mädchen zitterte noch schlimmer als er. Eines der Ungeheuer hatte beim Vorbeirennen eindeutig Notiz von ihm genommen. Leon spürte, wie die großen blauen Augen des Ungeheuers ihn geradezu durchbohrten. Doch der Tyrannosaurus ließ sich von Leon und Marie nicht von seinem eigentlichen Vorhaben ablenken. Nur für einen Sekundenbruchteil starrte er sie an, danach fokussierte er sich wieder auf sein eigentliches Ziel. Trotzdem führte der kurze Blickkontakt beinahe dazu, dass Leon sich in die Hose machte. Einige der jüngeren Triceratops hier, die eben noch gar nicht eilig gehabt hatten, dem Ruf ihrer Anführerin zu folgen, rannten nun panisch zu dem Kreis ihrer Herde zurück. Doch zu spät. Die 3 kleineren Tyrannosaurier kamen direkt auf sie zugerannt und schnitten ihnen den Weg ab. Die Dinosaurier in dem Halbkreis machten einen Höllenlärm, sodass sich Leon die Ohren zuhalten musste. Dabei schwangen sie ihre mächtigen Häupter mit den langen Hörnern bedrohlich hin und her, um die Angreifer zu verscheuchen. Doch diese beachteten den Halbkreis überhaupt nicht. Heller, klebriger...